Ab dem 20. November wird Disney letztendlich die Welt übernehmen. Und wenn nicht dann, dann wahrscheinlich spätestens, wenn The Rise of Skywalker rauskommt. Aber erstmal kommt von Disney die Eiskönigin 2 ins Kino. Das Sequel zu einem der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten. Und das heißt schon was, weil die meisten Animationsfilme sind extrem erfolgreich. Allein Toy Story 4 dieses Jahr hat Disney schon sehr, sehr viel Geld in die Kassen gespült. Und nachdem Avengers Endgame und Der König der Löwen und Aladdin und so weiter und so fort Disney unheimlich viel Geld in die Kassen spülen, wird die Eiskönigin 2 wahrscheinlich alle Rekorde brechen. Und bevor ich hier groß anfange, möchte ich eine Sache klarstellen, die eigentlich offensichtlich ist, aber die ich trotzdem voranstellen will. Ich bin ein 28-jähriger Mann. Ich bin nicht unbedingt die Zielgruppe für die Eiskönigin 2, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl es genug Animationsfilme gibt, auch von Disney Pixar zum Beispiel, die wirklich auch mein Herz berühren. Also sowas wie Toy Story 3, Wall-E, Oben und so weiter, das sind für mich einfach Meisterwerke. Die liebe ich, diese Filme, obwohl sie auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Aber natürlich bei die Eiskönigin, es ist ein bisschen mehr, eher dann doch auf die weibliche jüngere Zielgruppe dann doch fokussiert, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich kann halt euch halt eben nur meine Meinung dazu geben und die gibt's jetzt auch. Elsa, Anna und Olaf leben glücklich in ihrer Welt, nachdem die Geschehnisse aus dem ersten Teil sie zwar vor eine große Hürde gestellt haben, aber sie auch näher zusammengebracht haben. Jetzt müssen sie sich allerdings mit den Hürden des Erwachsenwerdens und der höheren Verantwortung auseinandersetzen. Gleichzeitig gibt es auch eine Gefahr, die aus den fernen Wäldern auf sie hinzukommt und Elsa und ihre Freunde und ihre Familie müssen ausziehen, um diese Gefahr zu besiegen. Um den Plot wurde ja auch relativ viel, naja, Mystery gemacht. Die ersten Trailer, die von Die Eiskönigin 2 veröffentlicht wurden, waren recht düster und haben Elsa gezeigt, wie sie versucht hat, zum Beispiel gegen die Wellen mit ihren Eiskräften anzukommen und so. Und da hat Disney marketingmäßig, glaube ich, schon einiges richtig gemacht, eben nicht zu viel zu verraten, dass die Eiskönigin oder wie er im Englischen heißt Frozen überhaupt so ein großer Erfolg wird. Damit hat, glaube ich, Disney auch sowieso nicht gerechnet. Damit haben sie einfach einen Nerv der Zeit getroffen, sowohl in komödiantischer Hinsicht mit dem Schneemann Olaf, aber eben auch mit dieser Schwesterschaft zwischen Elsa und Anna, die unheimlich viele kleine Mädchen, denke ich, sehr, sehr inspiriert hat, was sehr schön ist. Überall sehe ich Frozen oder die Eiskönigin Rucksäcke. In der ganzen Welt kann man rumlaufen. Du siehst überall das Merchandise. Da finde ich es auch überraschend, dass das Sequel dann doch so lange jetzt auf sich warten lassen. Es gab zwar so kleine Kurzfilme und so weiter zwischendrin, aber erstmal finde ich, ist das ein gutes Zeichen, wenn sie nicht nach dem Erfolg direkt den nächsten Film rausballern, sondern sich Zeit lassen. Und um es vorweg zu sagen, ich glaube, der Zielgruppe wird auch die Eiskönigin 2 sehr gut gefallen. Ich versuche hier wirklich jetzt eine Gratwanderung hinzukriegen zwischen meinem persönlichen Eindruck und dem, wie ich glaube, es für eine Familie wirken könnte. Wenn die ganze Familie ins Kino gehen will, es ist kalt draußen, man geht vielleicht mittags oder so und will einen schönen Kinonachmittag verleben, dann ist das mit Die Eiskönigin 2 in meinen Augen auf jeden Fall möglich. Denn dieser Film bedient eine sehr, sehr, sehr große Gruppe. Das liegt halt auf der einen Seite daran, dass es halt eine große Fangruppe gibt, die auch, vor allem die Fans vom ersten Teil, sind ja auch älter geworden in der Form. Die Eiskönigin 2 will die bedienen, indem dieser Film auch ein bisschen älter, ein bisschen düsterer, ein bisschen epischer daherkommt. Er verhandelt auch Themen wie das Erwachsenwerden etc. Zwar jetzt nicht so tiefgründig, wie ein Pixar-Film das machen würde, aber sie sind zumindest da drin, die Themen. Und gleichzeitig gibt es ein bisschen mehr Action, es gibt ein bisschen mehr Liebe, es gibt mehr zu sehen. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, die Macher haben sich hier sehr viel Mühe gegeben, oder wenn man es negativ formulieren würde, sie haben es sehr erzwungen, dass wirklich jeder, der diesen Film sieht, irgendwo davon angesprochen werden kann. Und das mündet letztendlich in einen sehr, sehr vollgestopften Film, der sowohl einige sehr positive Dinge zu bieten hat, aber auch insgesamt sehr extrem war in meinen Augen. Und ich fange jetzt mal damit an, mit dem Negativen, komme dann mehr zum Positiven. Let It Go war einer der größten Hits aller Zeiten. Ich habe ihn jetzt gerade wieder im Ohr, wo ich nur diese drei Wörter gesagt habe. Das ist vielleicht nicht mein Lieblingslied, aber es ist doch ein sehr effektiver Ohrwurm. Damit haben sie schon alles richtig gemacht. Dieser Film hat, glaube ich, 9 Songs. Ich habe irgendwann nicht mehr mitgezählt. Davon hat Elsa allein 2 und die sind alle ultra episch. Also jeder kriegt hier seinen Song. In den ersten 30 Minuten, glaube ich, gibt es schon 4 Songs insgesamt. Und
Die Lieder sind gut, die sind sehr eingängig, die sind sehr catchy, sie sind ein bisschen, ja, ich würde schon sagen, pathetischer als im ersten Teil. Also die Eiskönigin 2 ist gerade in der ersten Hälfte ein volles Musical. Also wirklich, hier wird eigentlich jede Emotion gesungen. Leute, die das nicht so mögen, naja, die werden hier nicht so viel Spaß haben, glaube ich. Aber die Songs sind gut. Und es gibt natürlich vor allem einen, der so ein bisschen das neue Let It Go sein soll. Und wenn man den Film sieht, weißt du direkt, welcher Song das auch sein soll. Und auch der Song ist episch und er hat tolle Melodien und die Sängerin brüllt ihre Emotionen raus und so weiter. Und es ist auf der einen Seite ist es schon nett, gerade wenn man es in einem tollen Surround-Sound-System erlebt, aber es wirkt halt auch ein bisschen forciert. Das ist halt dann doch das, was, wovor ich auch so ein bisschen Angst hatte bei dem Film. Die Macher wollen hier mit Gewalt einen draufsetzen. Also viele Sequels in meinen Augen, wo der erste Teil so überraschend toll war, die guten Sequels haben meistens einen Schritt zurückgenommen, sich auf was anderes konzentriert und nicht immer versucht, noch einen draufzusetzen, weil oftmals funktioniert das nicht so gut. Und die Eiskönigin 2 setzt hier in allen Belangen einen drauf. Wie gesagt, es gibt mehr Musik, es gibt lautere, epischere Musik, es gibt mehr neue Figuren. Es gibt mehr Story, sage ich jetzt mal, was nicht unbedingt positiv gemeint ist. Es gibt hier, also der Film ist weit mehr eine Quest, auf die Elsa, Anna und so weiter gehen müssen. Es gibt nicht direkt den klassischen Antagonisten, sondern es ist mehr so eine Art Herr der Ringe. Und nicht nur von dieser Prämisse her, es ist ein bisschen Herr der Ringe, ein bisschen die Legende von Aang und so weiter. Da ist ganz viel reingestopft, was man schon kennt. Dann gibt es ganz viele süße Nebenfiguren, dann gibt es Steinriesen, dann gibt es Feuermagie und was, es gibt halt, es gibt Wasserpferde mit schwingender Eismähne und halt so viel Stuff, aus dem du zum einen sehr gutes Merchandise machen kannst, der auf der anderen Seite, der auch gut aussieht, das will ich gar nicht sagen, das ist schon einfallsreich. Und gerade in puncto Animation ist da sehr viel Liebe und Detailreichtum drin. Ich meine, animationstechnisch ist der Film der Hammer. Aber eben halt gleichzeitig ist es auch, was mir persönlich einfach oftmals zu viel. Wenn dann der 7. Song kommt, der episch ist und alle Farben explodieren und alle tanzen und singen und es gibt tausende Kreaturen, die im Hintergrund mit brennenden Elefanten jonglieren, das ist jetzt übertrieben, aber so ein bisschen das Gefühl hat es mir gegeben, dann kann ich mich eigentlich gar nicht mehr so richtig an den Kern des Films erinnern. Gerade auch zum Beispiel dieses neue Let It Go, ich kann euch jetzt gerade nicht mehr mit den Titel sagen. Es ist halt nicht so eingängig und ich glaube, das liegt nicht daran, weil der Song nicht so gut ist, sondern weil es zu viel Stuff drumherum gibt, der mich halt einfach von allem abgelenkt hat. Und das ist halt eben auch charakterlich, emotional. Es gibt hier sehr viele Emotionen. Es geht natürlich um Liebe. Es ist sehr pathetisch. Es ist sehr, sehr kitschig. Er hat schon eine gute Intention, der Film dabei irgendwie, aber es ist halt für mich alles ein bisschen verloren gegangen in halt dieser Masse an Farben, Musik, alles irgendwie in diese Stunde 40 reingequetscht. Das war mir ein bisschen too much einfach. Die positive Seite daran, dass es halt hier so viel zu entdecken gibt, ist sicherlich aber auch, dass es hier wirklich für jeden irgendwas gibt. Es gibt zum Beispiel eine Musical-Gesangsszene, die war absolutes Highlight für mich, sogar zwei Szenen eigentlich, die waren wirklich sehr lustig und sehr überlegt gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat zwar auch nicht unbedingt in diesen Film teilweise gepasst, aber ich fand das cool. Ich fand den Look insgesamt gut. Wie gesagt, er ist sehr gut. Er sieht einfach toll aus. Und gerade diese Düsternis hier und da, die Themen von Verlust und Erwachsenwerden und Verantwortung, die sind hier drin. Wie gesagt, es ist kein Pixar-Film. Das heißt, es ist kein Film, wo ich sagen würde, hier können kleine Mädels und Jungs wirklich was lernen daraus, weil am Ende ist dann halt eine Friede, Freude, Eierkuchen in der Form auch einfach wieder. Aber es ist doch zumindest es geht so ein bisschen mit der Zielgruppe mit. Ich glaube tatsächlich, dass junge Mädels vor allem, aber mit Sicherheit auch Jungs, die Eiskönigin damals ganz toll fanden, die jetzt ein paar Jahre älter geworden sind, dass sie in diesem Film ganz viele neue Dinge entdecken, die sie auch wieder sehr ansprechen. Ich würde der Eiskönigin 2 deswegen 6 von 10 Punkten geben. Das ist, für mich ist es ein sehr schwierig zu bewertender Film. Wenn ich jetzt erstmal sage, nur von meinem persönlichen Gefühl her, ist es ein massivst überladener Film, der es versucht, allen Leuten recht zu machen, mit 50.000 Gesangsnummern und Explosionen und was weiß ich und Wesen und so weiter, ist gewaltsam versucht, wirklich episch zu sein. Nein, nein, ich bin wirklich super episch.
typisch, guck mal, ich bin die Eiskönigin mal 2000 und so. Und das persönlich mag ich jetzt nicht so, aber ich muss doch sagen, es gab sehr unterhaltsame Sequenzen. Der Film sieht wirklich toll aus. Die Musik macht Spaß. Ich mag Musicals. Ich bin jemand, ich mag pathetische Dinge, wenn sie gut gemacht sind. Und es gab ja einige Szenen, die waren mir, naja, die fand ich ein bisschen peinlich kitschig. Es gab dafür auch andere Szenen, die fand ich ordentlich, ja, episch irgendwie tatsächlich auch. Deswegen war es für mich im Endeffekt ein Kinoerlebnis, was ich gerade auch wegen der großen Leinwand und so, ich fand das nett. Ich glaube, für die Zielgruppe an sich, wo ich jetzt hier versuche, auch irgendwie so ein bisschen eine Empfehlung rauszugeben, der Film ist düsterer als der Vorgänger, er ist ab 0 freigegeben. Ich weiß nicht, ob ein dreijähriges Kind da viel rausziehen kann. Ich bin mir sicher, dass die Zielgruppe von damals, die im richtigen Alter war für die Eiskönigin 1, die jetzt erwachsener geworden oder älter geworden ist, in diesem Film viele neue Themen entdeckt, die sie auch persönlich ansprechen. Ich bin mir sicher, die Songs und der Soundtrack werden wieder sehr berühmt. Ich bin mir sicher, viele von den kleinen süßen Figuren werden wieder sehr ansprechend für viele sein. Und ich bin mir sehr sicher, dass eine Family, die diesen Film sehen möchte, einen sehr schönen, wenn vielleicht auch nicht sonderlich, naja, ich sag jetzt mal eindrücklichen Nachmittag verleben wird, wo alle relativ glücklich rausgehen können. Und das ist doch immerhin was. Und wenn euch diese Review gefallen hat, like, subscribe es gern. Sagt mir gern, was ihr von der Eiskönigin 2 gehalten habt. Und dann wünsche ich euch ein schönes, warmes Kinowochenende im Kinosaal. Und sage, ciao, ciao.